Herzlich willkommen zurück bei Resident Evil. Nein. Assassin's Creed Unity. Wir befinden uns mitten in Paris und wir haben eben eine Mehrspielermission. Oh Gott, ist das alles groß hier. So, Mehrspielermission gemacht. Und wir haben irgendwie Sachen bekommen. Anpassungsmenü ansehen. Ausstattung. Kopf, Brust. Ich glaube, wir haben einen Gürtel bekommen. Was? Wie cool! Dadurch kriegen wir mehr Gesundheit. Nee. Was ist er denn hier? Ha. Irgendwie ist da nichts. Oh, es gibt auch noch unterschiedliche Kapuzen. Ja, irgendwie cool. Welche waren das gerade? Ja. Hacken? Okay. Also kriegen wir auch irgendwo Hackpunkte her. Abgefahren mit Federn und so ein Zeug. Brust. Wir können es ja komplett anders anziehen. Das ist ja total abgefahren und cool. Monturen. Alter, ihr. Komm. Von meinem Vater? Balex, Meisterassassin-Montur. Shays Templar-Montur. Shay, ist das nicht aus Dings? Wook, was. Wook, was gerade auch rauskommt. Yeah, Ezio. Edward. Connor. Thomas. Kann ich nichts mit anfangen. Ultimative Arno. Schöne Sachen bei. Booster, Waffen. Na gut. Charakteranpassung. Wir haben wieder 2 Punkte bekommen. Dann können wir vielleicht nochmal. Ja, Sequenz 5 haben wir eh noch nicht abgeschlossen. Fernkampf, Schleichen. So, Schlössertnacken. Können wir zwar noch nicht schießen, aber Schlössertnacken. So. Haben wir erste Zeit im Menü verbracht, dann wollen wir mal schauen, was, wie, wo, weshalb. Oh Gott, das ist unübersichtlich. Da sind 4, das ist eine Mehrspielermission. Da ist ein Aussichtspunkt und da oben ist ein Aussichtspunkt. Was ist das? Die Pont de Corps, das sind einfach nur Orte, die angezeigt werden. Ah, selektiv. Sehenswürdigkeiten. Schwierigkeit. Ach, das ist sogar nach Schwierigkeit eingeteilte Gebiete. Ja, die äußeren sind natürlich das Ghetto von Paris. Selektiv, so. Mysteriöse Mordfälle. Haben wir hier sonst noch was? Was ist das eigentlich? Artefakt. Holen wir uns erstmal die Truhe, dann gehen wir zu dem Artefakt. Was wollen die von mir? Gehen wir direkt zum Artefakt. Ey, du sollst auch hochklettern.
Der Spiegel da offensichtlich. So, kletter weiter, am Junge. Ich hab dir gerne eine Kugel in den Schädel. Oh, hier sind wir also. Auf der Seite gab es natürlich kein offenes Fenster. Ihr! Bleibt still! Hab ihn! Halt, Bürger! Da ist ein offenes Fenster. Natürlich über mir. Na gut. Da kommen wir auch noch hin. Ba, 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 ba. So, dann können wir ja wieder gehen. Ohne großartige Aufmerksamkeit erregt zu haben. Sehr schön. Ja, das mit der neuen Steuerung muss ich mir auch ein bisschen dran gewöhnen. Ja, auf der anderen Seite ist nach unten. Bitte warten. Okay, was kommt jetzt? Verbindung fehlgeschlagen. Okay. Ja, okay. Ich klicke nicht noch 8-mal drauf. So, da haben wir noch ein Artefakt drüben. Laufen wir da mal kurz hin. Ja, du wolltest den armen Mann umbringen, deswegen. Blieb mir nichts anderes übrig. Huch, Freunde? Und hoch mit uns. Schwing dein Po da hoch. Oh. So, da drüben war ein Fenster offen. Ey, andere Richtung. Arno, da lang. Aus dem Satz dieses Bezirks. Dum, dum. Eine Alarmglocke. Was war das nochmal? Pariser Geschichten. Schauen wir uns das dann mal mit dem Mord an.
Garantiert auch ganz interessant. Kletter hoch das kleine Häuselein. Oh Gott, das Gesinge fängt wieder an. Nein! Den Dieb rammen. Hab dich. Vor so mit der Hand so, Junge. Was denkst du dir eigentlich? Hallo. In Ordnung, mein Freund. Na, noch was dabei, Kumpel? Bier. Bla 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 bla. Na, was gibt's hier Feines? Rein mit dir! Zum dritten Mal diesen Monat. Ich brauch Essen. Ihr müsst mich füttern. Passt doch. Schnauze! Was wollt ihr? Viele Delikte zurzeit. Braucht ihr Hilfe? Ich habe alles unter Kontrolle. Ich danke euch vielmals. Ha! Was ist mit all den Morden, die ihr nie aufklärt? Ich sag der Schnauze, W-Doc. Überlegt doch. Er hat die Arbeit, ihr die Lorbeeren. Ich sag euch was. Klärt einen Mord auf, dann werde ich euch eine Waffe schenken. Bis dahin habe ich jedenfalls Besseres zu tun. Hey! Ich kenne die Straßen. Ich kann euch helfen. Warum solltest du? Weil dieses stinkende, faule Schwein von einem Polizeiminister keinen stinkenden, faulen Finger rührt, um selbst einem Gauner wie mir die Hoffnung zu geben, dass diese Stadt irgendwann nicht mehr so ein Drecksloch ist wie jetzt. Und weil mir sterbenslangweilig ist. Oh, um Gottes Willen, schweig doch, W-Doc. Der vorausgesagte Mord. Instruktion zur Durchsetzung von Recht und Gesetz. Wenn ihr Verbrechen aufklären wollt, könnt ihr nicht einfach hergehen und den ersten Verdächtigen, den ihr trefft, ins Zuchthaus werfen. Nun, natürlich, ihr könnt ihr das, aber dann erwischt ihr fast immer die falsche Person. Seht, wenn ihr das ernsthaft betreiben wollt, braucht ihr ein umfassendes System, um herauszufinden, wer es war, warum und wie. Und ich werde es euch einfacher machen und die Grundlagen hier auflisten. Lasst es... Und den geht da raus und schnappt die Mörder. All eure Entdeckungen werden in der Fallakte festgehalten. Seht dort nach, um euch einen Überblick darüber zu verschaffen, was ihr bisher herausgefunden habt. Untersucht alle Hinweise und sprecht mit allen Zeugen. Benutzt eure Augen und Ohren. Einige Hinweise werden euch an neue Orte führen. Seid nicht faul, geht dorthin und sucht nach weiteren Hinweisen. Seht euch die Fallakte an, benutzt euren Kopf. Welche der verdächtigen Personen hatte die Gelegenheit, die Mittel und ein Motiv? Wenn ihr wisst, dass nur einer der Verdächtige des Verbrechens begangen haben kann, dann kehrt zum Täter zurück und beschuldigt ihn. Mönche waren mir immer schon unheimlich. Abgeschottet in riesigen Gebäuden. Damit kommt nicht jeder zurecht. Seht euch doch das Kloster hier auf der Insel mal genauer an. Mach ich. Ich
Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Feiern die um mich für die Schloss, die Schlossknacken. Das erste Schloss. Drücke X, wenn die Anzeige im sicheren Bereich ist. Okay. Kein Lockpick mehr vorhanden. Hast du vielleicht einen dabei? Du? Nö. Hui. So, rüber da hinten zum Kloster. Da muss man wieder die Taste drücken, damit er hochklettert. Notre Dames Rätsel? Na, das ist eben gerade was anderes. So, nächste Zeitung. Gar nicht wahr. So, gleich sind wir auch im Kloster angekommen. Noch 15 Meter. 50, 40, 30, 20. Untersuchen, bevor wir irgendwas anderes tun können. Okay, gehen wir ganz normal durch die Tür unten rein. Bin ich nicht gewohnt. So, untersuchen wir den Freund. Klosterleiche, ein toter Mönch, Bruder Jean, stranguliert mit einem Rosenkranz. Er scheint von seinem Stuhl gefallen zu sein, als er gerade an seinem Tisch schrieb. Herr im Himmel, Bruder Stanislas, Bernard und sogar der geschätzte Bruder Benoit. Und dann Bruder Jean, alle tot. Das begreife ich alles nicht. Drei Mönche sind noch am Leben. Gott sei Dank. Aber ich wage es kaum. Ist es möglich, dass der Mörder einer von ihnen ist? Ach Unsinn. Wer unter ihnen sollte zu so etwas fähig sein? Alt, Gesicht zu Gefahr. So, was ist das hier? Eigentum von Brüder Jean. Ja, geh mal weg da, du Infofeld. Persönliche Gegenstände. Außerdem auf dem Boden der Truhe eine einzige Seite, die aus einem Buch gerissen wurde. Von sieben Zweigen werden sie auf drei reduziert. Die Ältesten werden vom Tod überrascht. Die zwei werden zum Brudermord verführt. Die Verschwörer werden im Schlaf arbeiten. Huch, was liegt da denn noch?
Zerknülltes Papier. Der tote Mönch hält ein zerknülltes Stück Papier umklammert, das offenbar aus einem Tagebuch gerissen wurde. Darauf steht: Schuldig, ich habe sie vergiftet. Er hat gesagt, es sei Gottes Wille, dass ich es tue. Denn es wurde prophezeit. Doch ich kann meiner Schuld nicht entfliehen. Ich bin ein Mörder. Ich muss meine Schuld augenblicklich bekennen, bevor... Der Eintrag ist unvollständig. Aber man kann sie ja nicht selbst mit dem Dingsbums strangulieren. Es ist so viel geschehen. Hier ist der Tod der älteren Mönche. Bruder Jean servierte ihnen Wein, dann wurden sie sehr müde. Sie gingen zu Bett und wir konnten sie nicht mehr wecken. Ich lief zum Doktor. Und als ich zurückkam, was fand ich vor? Sie waren alle tot. Und nun Bruder Jean. Er drosselt an seinem Pult. Okay, aber an dieser Stelle muss ich leider die Ermittlungen unterbrechen. Und wir werden in der nächsten Episode weiterhorchen. Wer, was, wieso, weshalb, warum der arme Mönch Bruder Jean umgebracht wurde. Bis dahin wünsche ich einen wunderbaren Tag und wir sehen uns morgen wieder hier in Paris.